So, Leute, willkommen zurück. Ja, wir haben jetzt das Gebiet hier gemacht, Geisterstadt. Weil es ist, ja. Ich habe jetzt dann ein riesen Gebiet noch erwartet, aber anscheinend, nö, doch nicht. Da ist was, das ist, muss mal kurz dahin gehen. Sieht nach einem. Verstecktes Gebäude, ein Bunker, mehrere Farbschichten sind schon vom Gebäude abgeflattert, aber ihr könnt gerade noch Denver Artillerie lesen. Dieser Bunker wurde schon lange nicht mehr genutzt, die ganzen auffallenden Bäume, Erde und Eis sind ein hervorragendes Hindernis. Wäre mühsam alles zu beseitigen. Erste Hilfe. Machen wir Erste Hilfe. Und das war nicht einfach, aber ist das Leben eines Rangers nie. Ihr bahnt euch einen Weg zum Eingang. Die Tür ist nach einem Jahr noch versiegelt. Machen wir Mechanik. Die Tür ist solide, aber durch die Kälte ist das Schloss brüchig geworden und zerschmettert beim dritten Versuch. Der Bunker steht euch offen. Wir kriegen ein Buch. Was? Mit einer Waffe? Okay. Das gucke ich mir gerade mal an. Fleisch, warte mal, Mixtape, Fleischtüft. Flammenwerfer. Mhm. Okay. Ansonsten scheint es hier nichts groß zu sein. Mehr Munition und so. So, lass uns mal gucken. Waffenmodifikation. Ach, das habe ich, glaube ich, schon aber fertig, glaube ich, bei ihr. Ja. Aber hey, dann haben wir das Buch gefunden. Straßensperre. Es wird dunkel und in einer Scheibe und ein Metallroboter und weiter. Das ist so nervig bei diesen Spielen, ne? Mit diesen auf dem Weg. Ich meine, wenn man wirklich sehen würde, da ist was auf dem Weg, ja, aber da ist ja nichts, ne? Also, naja. Oh ne, die Nervensäge. Alright. Light 'em up. Wow. And I thought Colorado Trash was sad. You made a bad deal, Rangers. My father's using you for cannon fodder. Go back to Arizona before you take a bullet for him. And on your way home, tell him to hire a better class of spy. Wir bringen die über Nachricht. Ich habe jetzt keinen Bock drauf zu kämpfen. Spoken like a true lapdog. Thank you for your permission. Squad, roll out. Wir haben eine andere Aufgabe, weil wir wollen die ja lebend. Aber warum ist sie jetzt hier, wenn die dort hinten? Was hat das mit? Hä? Ergibt gar keinen Sinn. Das ergibt null Sinn. Heed the words of the prophet, brothers and sisters. Make your kites strong, so the offerings they bear will reach the heavens above. Take you the supple skin of the sacrifice, carve it in a single piece from belly and back, and stretch it upon a rack of metal or wood. Scrape the skin clean and anoint it with sacred oils, then leave it under the blessed sky for 7 days and nights. Take the long bones of leg and arm, and lash the torso onto the kite. Thus will the workings of the flesh bear your gift aloft into the presence of the gods. Okay, wir fahren mal hier runter. Oh, da ist was, ein Shop. Schwestern, ein großer Truck, der mit einer amerikanischen Flagge bemalt ist, hält an. Als ihr gesehen werdet, eine Frau mit einem roten Cowboy-Hut lehnt sich heraus. No closer. I only sell arms to God-fearing American capitalists. And you prove you ain't that, you dirty commies. Kommunisten. Sie wendet den Truck und fährt davon. Ah, scheiße.
Tja, wo fahren wir jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Hier oben war ich schon. Das heißt, wir werden jetzt hier runter zur Unistation fahren. Und gucken, was da noch ist. So, von dort aus fahren wir jetzt wo lang? Das ist echt eine gute Frage. Hier so vorbei oder hier so vorbei und gucken, was hier ist. Ja. Hier waren wir schon. Hier war ich noch nicht. Das gucke ich mal jetzt auf der Karte an. Also wenn ich jetzt hier weiterfahre, da war ich noch nicht. Ja, da war ich definitiv noch nicht. Irgendwie doch. Hä? Jetzt bin ich echt total verwirrt. Das ergibt keinen Sinn. Hier weiter runter. Hier unten war ich noch nicht. Aber irgendwie sagt das Ding doch, du warst hier schon. Ja, hier war ich schon. Also fahren wir mal hier runter. Oh, das ist doch nervtötend, Alter. Das ist so nervig. Gib mir doch, wenn ich eine Option habe, dann möchte ich doch die Option haben, abhauen zu können. Oh, es ist so ein Kotzen, ey. Sowas geht mir auf den Sack. Ey, sowas ist nervig. Wenn man Optionen bietet, dann bietet sie richtig an oder lasst es. Oh, kann ich das bitte überspringen? Jetzt muss ich wieder dieses ganze Generve hier reinziehen. Oh, toll. Ja, sau toll. Die da hinten sind weiter entfernt. Das heißt, wir werden uns um die da vorne aber erstmal kümmern. Ja, diese Hinterhalte sind einfach nervig. Das ist halt... Ja. Mann, dann triff doch. Enemies alerted. Toll. Trifft natürlich nicht. So, was haben wir hier für Gegner? Die hier. Ja, die müssen weg. Ja, da würde ich mal sagen, go. Marshall Kwong, du kannst mal 2 APs geben für alle. Yep. Und dann werde ich nämlich dich mal heilen. Sehr schön. Und schick dich mal hier hin. Und dann nimmst du das mit. Yep. So, du... Sehr schön. Und krass, kriegt die Punkte wieder voll zurück. Wie geil ist das denn bitte?
So, die wo hinten sind, deswegen sind die jetzt... Thema Reichweite. Bei der Waffe ein sehr großes Thema. Sehr schön. Gehen die Verteidigung. Firestorm. Ah, das ist natürlich nicht gut. Susi, was würdest du denn mit dem Scharfschützengewehr ausrichten? Auch nicht viel mehr. Dann würde ich sagen, ich schicke die Firestorm hier hoch. Und tschüss. Du kommst hier hin und gehst hier in den Hinterhalt. So, Lucy. Knapp außer Reichweite. Ja, hier auch. Hier hin. Ja, nicht so erfolgreich, aber ist okay. Wir machen das. Dann tappen die in ihr Verderben hier hinein. Ja. Jede Bewegung, wo die da machen. Oh oh, tut dann weh. Und das machen wir noch einmal. Na gut, der ist jetzt damit geschätzt, sich zu heilen. Perfekt. Hat sich voll gelohnt. Du kannst den killen. Komm, nochmal, dann ist er vielleicht sogar tot. Nein. Aber ihn kann er killen. Ja. Der Toast hat was getötet. Wow. Jawohl. Perfekt. Perfekt. Was machen wir denn? Was haben wir denn hier so zur Auswahl? Überschall. Wow, perfekt. Bye bye. Ja, ich würde sagen, die Waffe ist cool. Firestorm? Den
Den kriegst du vielleicht, wenn du noch diese Fähigkeit bekommst gleich. Eins. Ja, mit etwas Glück und kritischen Schaden könnte es klappen. Leider nicht. Da kann man nichts machen. Sechs AP. Müsste reichen, oder? Nein, komm schon. Jetzt aber. Ja. Ah, ja, die Kämpfe. Gib ein bisschen AP. Gib vielleicht ein bisschen Erfahrung, ist okay, aber. Ich halte von diesen Dingern dann nichts. Es ist einfach nervig. Du hast halt keinen Vorteil. Gut, du kannst Erfahrung sammeln, ja, aber. Alles andere. Nö. Gibt dir keinen Vorteil. So, eine Kiste, wo ich dann wieder mein Zeug zurückkriege. Munition und Pflege. Wunderbar. Ja. Gut, aber wie gesagt, mein Ziel ist es ja erstmal hier ein bisschen die Karte zu erkunden und noch das andere zu machen. Ja, dann ab hin. Ich würde gerne wissen, ob ich hier runter kann und das muss ich jetzt mal testen. Ob ich dann hier was öffne. So, stopp. Irgendwie stimmt doch was mit der Karte nicht. Doch jetzt. So, und dann hier lang, weil hier war ich noch nicht. Was ist das hier? So, stopp. Oh, ist das ein Wahnsinn hier. Runter. Aber hier scheint echt nichts mehr zu sein. Nee. Hier scheint wirklich nichts mehr zu sein, aber wir können hier noch runter. Moment. Da ist was, aber was ist das? Jetzt sind wir hier. Da kann ich doch lang, wenn ich das gerade gesehen habe. Oder ist das jetzt wirklich nicht mehr zu sehen? Also hier das Gebiet. Wie komme ich da rein oder nicht? Oder war es das dann jetzt wirklich? Nee, man kommt da nicht hin. Okay, dann haben wir wirklich alles gesehen, würde ich sagen. Dann ist jetzt die Frage, wohin? Ich wollte noch... Hier war noch was, wo ich noch hin wollte. Das heißt, wir fahren jetzt hier runter. Hier haben wir alles. Hier anscheinend auch. Aber da können wir mal kurz noch gleich mal hin, ob es hier noch einen Weg gibt. Aber das sieht nicht so aus. Ja, dann, aber hier war irgendwo noch dieser Zirkus. Ich glaube hier in dem Gebiet so. Deswegen werden wir jetzt hier runterfahren. Da muss ich jetzt mal gucken, wo das ist. Weil da war noch ein Gebiet, das habe ich noch gemieden, weil da war ich noch zu schwach gewesen.
das jetzt natürlich so finden, wird natürlich jetzt ein Akt, ne? Moment, was haben wir hier? Ruft der Cat von mir, war ich da schon? Sind wir jetzt hier? Wir machen das mal, markieren das mal, bizarr. Weil irgendwo in dem Ecken war es. Da ist es. Das Clowns Museum. So, die Frage ist, wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen? Wir können ja mal rein. Okay, das sind, ja, brauche nicht drüber zu reden, das ist übles Gesocks. Wir haben uns schnell zum Kümmern, ich denke mit unserer Stärke. Mamones, the fuck you doing here? This ain't just a museum, pendejo. It's sacred ground. A shrine to the great joke. And you're gonna get it! Arriba, payasos! Ah, wieder in den Kampf reingerauscht. Ah. Ja, die sind viel zu schwach, kann man jetzt sagen, weil... So, das Sentinel, wir gehen. Oh, auf ihn hier. 21%? What the hell? Ach so, der ist, ja. Hm, wenn ich ihn treffe, ist er Futter, ne? Aber, ja, wenn. 78, ja, das könnte klappen. Marschikor, kannst du mir? Ja. Danke sehr. Scharfschütze. Oh fuck, falsche Einheit. Ja, dann machst du das jetzt. Ja, haben keine Chance. Ich bin da ein bisschen zu stark für die. Selbst da treffe ich die. Kommen wir hier hin. Weißt du was? Das ist so eine richtig geile, fette Waffe. Ich muss auf jeden Fall nochmal nach Colorado Springs, bevor ich das da mache, weil ich will mal gucken, was die... Aber ich denke nicht, dass es da noch eine bessere Waffe gibt, weil die Waffe ist top. Wer will denn da bitte was mithalten? Oh, ja, okay. Entschärfen wir. Ach, das ist gar keine Bombe, ups. Aber hier gab es irgendwo noch so eine Arena, aber das ist die wohl nicht. Na schön.
das ist so ein Rätsel. Schlösserknacken unmöglich. Okay, da müssen wir so ein Rätsel machen, ja. Mal gucken. Wir haben ja soweit wie alle Fähigkeiten, deswegen sollte das. Ja. Schauen wir eine an. Wer war der Mechaniker? Du. Reparier das mal. Okay. Gehen wir hier hin. So. Hier noch was? Ja, hier würde ich gerne rein, aber wie? Ballerina. Die Animationsballerina ist deaktiviert. Eine Wartungskonsole steht offen. Als du den Schnee entfernst, wird klar, dass eins der Teile herausgefallen war und eine Lücke hinterlassen hatte. Mit einem Ersatzteil könnte die Konsole schnell repariert werden. Ballerina reparieren. Das fehlende Teil zu ersetzen. Die Zugangskonsole schließt sich wieder. Okay, die Animationsbatterie ist ausgeschaltet. An ihrem Fuß befindet sich ein bunter Stromschalter. Einschalten. An ihrem Fuß befindet sich ein bunter. Okay. Zurücktreten. So. Ballerina reparieren. Einschalten. Passt. Zurücktreten, ja. Uzi. Geh mal hier hin. Ach scheiße, wir wissen das. Wie geht denn das jetzt hier? Einschalten. Die müssen alle. Moment mal, könnte es vielleicht sein, dass das reicht, um die Tür da zu öffnen? Mach doch die scheiß Tür auf! Benötige Elektrizität. Aber das ist hier nicht mit dem verbunden. Ist was passiert? Okay. Gut. Was haben wir hier gekriegt? Flammenwerfer, okay. Und hier? Hier ist noch was. Ja, gut, das geht, das geht. Zwei gehen aber nicht. Ausschalten.
Lass uns mal was testen. Ausschalten. Einschalten. Jetzt müsste ich doch eigentlich... Jetzt müsste es gehen, ne? Die sind alle miteinander verbunden. Oh. Immerhin. Jetzt müsste ich doch einschalten können einfach, oder? Einschalten. Und jetzt hier. Einschalten. Okay, geht alles. Gut, und jetzt sag mir bitte, was das mir gebracht hat. Ihr alle bewegt euch, ja. Oh, da ist ein Toaster drin, sehe ich gerade. Alle eben auch schon drin? Kann sein. Ach, diese Münzen da für den Automaten. Können wir mal gucken. So, was bringt das mir aber hier? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, jetzt komme ich da rein. Ah, da ist ein Weg. Wäre ich da vorher auch reingekommen? Keine Ahnung. Hey, how'd you get in here? Nobody gets past the door unless I let them in. Them's the rules. Oha, du hast uns reingelassen. Schon vor einer Weile. Offensichtlich erinnerst du dich nicht mehr. I did? Jo. Never mind. Wir sind ja nette Leute. Oha, ja. Wir haben diese Clowns Arena gefunden. Interessant. Aber Leute, dann würde ich sagen, hier mache ich jetzt einen Cut. Kann man hier noch was holen? Nee. Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, ob das Ding eben auch aufging, aber gut, wir haben das Ballerina-Rätsel gelöst. Anscheinend war es das. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber wir sind jetzt hier weiter. Das ist doch schon mal gut. Also das Rätsel ist ganz einfach, man muss die einschalten bzw. aktivieren, und die, wo noch nicht sind, schaltet man die aus. Man schaltet sie einfach nur aus, dass man die anderen dann halt reparieren kann und die einschalten, und dann schaltet man sie nacheinander ein. Ja. Also war jetzt nicht schwer das Rätsel. 1, 2, 3, 4, wo seid ihr jetzt alle? Ah, du bist dran. Die Überlegung ist, den wegzukicken. Ich glaube, den haue ich auch weg, damit der mir nicht gefährlich werden kann, wenn ich nach hinten lang gehe. Ja, hinten haben wir was zu tun. Wir sehen da hinten ein riesengroßes Zelt. Das Clown-Zelt. Gucken wir mal, was da ist. Ich weiß nicht, ob das die Arena ist. Es gibt, glaube ich, sowas wie eine Arena hier, ob die das ist. Müssen wir mal gucken. Aber Leute, ich würde sagen, das sehen wir beim nächsten Mal. Das war's von dem Part von Westland. Ja, ihr seht, wenn wir jetzt hinten reingegangen wäre, hätten wir jetzt schon einiges verpasst. Es gibt ja noch eine Tür, und zwar in Colorado Springs, nur durch die kommt man nicht rein. Es sei denn, man erledigt die Wachen. Mich würde aber schon interessieren, was in diesen hinter dieser Tür da ist. Das werde ich vielleicht mal offline testen. Aber das hat dann noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann gucken wir uns mal an, was hier so in diesem Cloud Center los ist. Bis dann und ciao.